kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 16. November. Der Text für den heutigen Tag steht in Johannes 17, Vers 21a. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Viele Gläubige sehnen sich danach, in ihren Gemeinden Einigkeit, das Einssein, zu erleben. Damit meinen sie oft, dass es keine Spannungen und Meinungsunterschiede geben darf. Ist diese Art von Einssein das, was Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 meinte, und zwar sowohl im Blick auf die einzelnen Gemeinden als auch auf die gesamte Christenheit, wie viele Ausleger meinen? Jesus betete hier nicht für das Miteinander der Gemeindeglieder, sondern für das persönliche Einssein der Gläubigen mit ihm und dem Vater. So wie er mit dem Vater eins war und ist, so sollten alle, die durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben kommen, mit ihm eins sein, das heißt, zu ihm eine enge Beziehung haben und mit ihm verbunden leben. Jesus zählte auf, was gläubige Menschen erkannt haben und wie er sie beschenken wollte. Die Gläubigen wissen, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, weil er sie liebt. Christus hat ihnen seine Herrlichkeit gegeben, das heißt Glanz und Ehre für die Erlösten, die zu einem neuen Leben auferstehen und Christus in seiner Herrlichkeit sehen werden. Sie dürfen Erlösungsgewissheit haben, weil sie wissen, was Jesus auch weiterhin für sie tut. Und ich habe ihnen deinen Namen, das Wesen des Vaters, kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Sie leben so, dass die Menschen um sie herum erkennen, dass Gott die Welt liebt und Christus der von Gott gesandte Erlöser ist. Weil Gottes Liebe in ihnen ist, werden sie dann auch das neue Gebot Jesu erfüllen können. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Unterschiedliche Sichtweisen und kontroverse Diskussionen sind kein Zeichen dafür, dass es das persönliche Einssein mit Jesus in der Gemeinde nicht gibt oder die Einigkeit bei offenen Fragen nicht möglich wäre. Jeder, der aus dieser von Jesus erbetenen Beziehung mit ihm und dem Vater lebt, wird zur Liebe untereinander und damit auch zum Gemeindefrieden beitragen können. Harald Weigt.